Und hiermit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Liga-Cast von mir. Und zwar in den ersten in dieser Liga-Saison. Und es beginnt mit einem Spiel aus meiner Liga selber. Und zwar Keram vs. Lane. Kurz vorab, entschuldige mich, wenn ich irgendwie jetzt ein bisschen komisch klinge. Ich bin jetzt im Mason nicht gerade auf dem Damm gesundheitlich. Hab mir aber noch gedacht, weil wurde ein Update angekündigt, was vielleicht jetzt kommen soll. Bevor jetzt die Dateien ungültig werden, würde ich das jetzt mal anfangen. Aber gut, wir fangen dann einfach direkt davon an. Und zwar im Westen der Karte. Ich glaube, wir sind auf Malaysia. Ist das richtig? Ich glaube, ja. Genau. Spielt der gute Keram mit den Japanern. Keram spielt Japaner sehr gerne. Die hat auch, soweit ich weiß, gegen mich gespielt. Ja. Er macht einen Konsulatstart und schätze, wird dann einfach noch ein Haus machen und damit noch weiter Siedler produzieren zu können. Er geht mit den Kirschgarten scouten, was natürlich ihm für die Yaks, die hier sind, oder die Buffalos, natürlich sehr von Nutzen sein könnten. Währenddessen im Nordosten der Karte, der gute Lane mit den Osmanen. Die Osmanen habe ich jetzt nicht so häufig, glaube ich, bei ihm gesehen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich kann sein, dass ich mich bei den beiden vertausche, aber irgendwie. Er startet mit einem Dock. Interessant. Und einem Haus. Klar, die Karte hier ist prädestiniert für Wasser. Das ist natürlich halt mit 1, 2, 3 Walmen auf jeder Seite und ziemlich viel Fisch eine super Sache. Vor allen Dingen, weil hier Herden echt nicht so geil platziert sind. Es sind zwei hinter der Base, aber die muss man ja erstmal in die Nähe von der Base treiben. Und die hier ist so gut wie unerreichbar, um die da hinten drüber zu hören. Und die ist auch eher schwierig. Das gleiche auf Kerams Seite, aber als Japaner ist er natürlich nicht drauf angewiesen. Genau. Währenddessen Lane mit seinem Deck 6. Relativ wasserlastig. Auch relativ gut. Somit alles gut drin, was man wirklich braucht. Einen guten Seeboom. Ich weiß nicht, ob wenn ich vielleicht sogar eine Karte hier im ersten fährt, aber ansonsten muss er ja nicht unbedingt so. Ansonsten, er hat alles Wichtige dabei. Also auch in den Streis so die wichtigsten. Tippen es mit und klar, Great Bombets dürfen beim Osman natürlich eh nicht fehlen. Währenddessen, ja, Lane ist mit dem Portugiesen hier im Age-Up, ist natürlich das mit günstiger Age-Up plus eher für wasserspezifische Upgrades vonnöten. Er hat auch ein Semi-Water-Deck. Ist allerdings als erste Schiffsladung auf Heavenly Kami gegangen. Interessant. Er hat auch zwei Shrines schon. Geht mit dem Tushuke-Schrein hoch, also greedy as hell. Hat natürlich aber auch zwei Funen im Deck, zwei Azakabunen. Und hat auch ansonsten ein relativ standardmäßiges Deck. Ja. Keram hat sich auch schon einen guten Schatz wieder geholt. Hat schon Chipman ready. Währenddessen Lane geht mit dem Quartiermeister. Ja, selbstverständlich. Auch baut weiter Fischerboote. Finde ich schön. Buffalo wird konnt ignoriert. Könnte so ungefähr meine, ey.
könnte so wäre ich gewesen sein. Ah, jetzt holt er es. Mit seinem Kebepanther. Ist mit zwei da vorne. Emrin? Und schickt sich direkt 700 Coin. Oder auch nicht, sondern er schickt sich 5 Yen Chan. Wait. Macht die eine Frontkaserne auf? Währenddessen. Kera? Doch, jetzt ein Schwein. Nicht eher auf den Schweinboom einig. Er sieht, dass hier gehördet wurde. Aber sieht noch keine Kaserne. Er schickt sie auch erstmal 600 Holz, klar. Sollte man immer machen. Und er sieht aber auch, dass hier ein Dock ist. Ah, jetzt geht er mit dem Konsulat. Hat er jetzt die 3 Fishing Boats, die er sich holen kann. Ist jetzt gerade kurz idle, aber. Sieht schon. Und da kommen jetzt schon die ersten Janitscharen, die. Ich versuche schon die Schreine müssen loszuwerden. Und Keram entscheidet sich auf den Double Rex. Die. Ja. Was eventuell fatal sein könnte, weil. Klar, die Boys sind jetzt gegen. Ja. Ashigaru ist jetzt nicht so schlecht, aber. Wenn sich der gute Keram entscheidet, ein paar Jungs dazu zu bauen, sind die Frischfutter. Die Badges kriegt er leider auch nicht voll, obwohl er die Ressourcen hätte, weil einfach ihm jetzt das Holz dafür fehlt. Und genau, jetzt kommen nämlich erstmal die Jungs. Und das könnte fatal werden, weil er verliert jetzt Basita, der Keram, aber die. Ja, die Chan sind jetzt auch nicht mal so. Hey, er verliert gut Siedler, muss man ihm lassen. Hält aber die Ashigaru gut zurück, das macht er gut. Da sieht man. Ja. Also die Jungs sollte man jetzt natürlich nicht in die Frontline stecken. Vor allem gegen Double Rex Rush, den Keram aber immer noch nicht gedings hat. Und es fehlt einfach jetzt gerade die Nahrung, um einen Yumi Archer konsistent auszubilden, was jetzt doch fatal ist. Er hat jetzt 1000 Holz in der Bank. Aber jetzt nichts, was mit der was machen kann. Schickt sich jetzt Ashigarus? Nanarito. Und soll schon nichts gucken, dass er sein Holz wieder loskriegt, weil jetzt kommt hier nochmal eine fette Masse von dem guten Lane. Emrin? Sind hier die Chan? Damit kann er gut nerven. Kriegt wieder einen Siedler. Der Ashigarus rennt frontal in die Hirnschaden rein. Also die haben. Da kommt. Der hat es überlebt, aber. Da kommt schon den nächsten Janitscharen. Ja. Jetzt kommen auch Hunting Dogs. Auf Wasser wird jetzt nicht mehr weiter investiert. Die 7 Fischerbooten müssen jetzt reichen für den restlichen Ausbau. Er hat aber auch 1000 Gold in der Bank. Ich weiß jetzt nicht, ob er das braucht. Aber, oh, der Fall könnte noch schwierig werden. Ashigaru, klar. Weniger Leben, aber dafür mehr Schaden. Und die Yumi Archer, die sind natürlich gegen. Sind genau das gleiche. Nur noch besser. Aber.
Heran kann ihm gut Schaden zufügen. Er kriegt jetzt auch die Lumia-Archer. Jetzt ist wieder ein Batch voll. Komm, jetzt hat jetzt ab. Jetzt kommen noch die Musketiere gepoppt. Das sieht gut. Sieht nicht schlecht aus. Das war ein richtig guter Pop. Lane muss ich da erstmal jetzt zurückziehen. Er hat jetzt fast alle Yannichan verloren. Weil natürlich weiß ja jeder, Flankler machen deutlich mehr Schaden gegen Musketiere. In dem Fall knapp 30 Schaden. Und vor allem mit einer größeren Range. Und Ashiga ausrennen, den einfach hinterher. Da ist es scheißegal. Ja, jetzt wird da auch ein bisschen in Wasser wieder investiert. Lane hat sich auch beide Holzkisten gesendet. Also langsam wird ihm jetzt gleich die Nahrung ausgehen, weil die Herde ist geschweint. Die Herde ist gleich weg. Die Herde ist geschweint. Die Herde. Hat er die gescoutet? Ja, hat er. Die hier ist komplett weg. Die hat er nicht gesehen. Andererseits, Keram kann sie sich unangefochten aufbauen. Ist bei 160 Schweinbevölkerung. Ja. Jetzt kommen Husare. Na gut, muss sagen, er hat gerade noch viel Gold gehabt. Das hat er jetzt nur nicht mehr, aber. Er sollte jetzt nicht. Er sollte schon aufpassen, weil. Heram hat sich jetzt nochmal die. Fischenboote geschickt, ist jetzt mit Wassereco auch gut dabei, hat auch eine gute Masse. Oh, und hat. Lane war intelligent, hat sich jetzt den Siedler hier rüber geschickt, um Shipment Point hier drüber zu haben. Währenddessen er jetzt aber gerade reingeht und die Armee von Keram gerade out of position ist. Aber er hat jetzt nicht so genug Macht, ihn wieder zu siegen. Er hat jetzt gerade ein Shipment frei, aber ich glaube, da fehlt ihm statt den Artillery-Shipments, wäre ihm da jetzt doch 600 Gold, glaube ich, lieber. In der Situation. Schickt sich jetzt auch gerade die zwei Galeeren. Ist gut. Oh nee. Die Yannichan werden abgefangen. Jetzt sind es Maskas versus Maskgun. Die Husaren werden halt schon gut dezimiert. Jetzt kommen sie aber an die Yumis an. Was natürlich laut. Die Ashigaros gehen in Angriff. Jetzt kommt es auch an. Wer meint wohl die besser? Die Kaff muss connecten. Sonst hat Lane verloren. Die connected wieder mit den Gems. Das ist. Läuft gut. Ja, der Fight läuft nicht schlecht für Kitlein. Er verliert zwar einiges, aber. Jetzt ist die gesamte Verteidigung für die Yumis down. Ah, er soll. Ah, Lane. Nicht. Tu die in den Fernkampf. Ah. Ja, gut, hat trotzdem einiges an Schaden gemacht. Die gesamte Armee von Keram ist aus. Und jetzt. Ja, das macht. Das war gut. Lane hat jetzt gesamte Wasser erobert von Keram. Kann sich währenddessen auf seinem Wasser aufbauen weiter. Und kann relativ gut jetzt Masse pumpen. Hat die Armee gecleant. Hat jetzt einiges selber an Wasser sogar da. Sieht nicht schlecht aus. Oh, aber. Oh, ja, jetzt ist es gekommen.
Irregulars plus Viscerus. Plus den Ashigaros. Da muss ich jetzt Lane zurückziehen, aber er kann sich ja nicht zurückziehen, wirklich. Weil Ashigaros, ja, sind tolle Einheiten. Immer. Verzeihung. Ah, jetzt kommt wieder. Wenn du währenddessen die Galeeren schön die Schreine am See zerstören. Oh. Langsam gehen Lane aber auch die Shipments aus, die er nutzen könnte. Währenddessen sich Lane weiter auf Push vorbereitet und Kea haben sich auf einen weiteren Diamond Pop rausgeholt und die Bastieros jetzt als Goons fungieren, die aber jetzt nicht gerade besser sind als die Jungs. Die Ashigaros sind jetzt deutlich besser postiert und die besten. Oh. Ich glaube, das gewinnt gerade Lane, weil. Nicht Kera. Gewinnt gerade Kera, weil Musketiere gegen die Bestieros kämpfen. Die da natürlich auf Fernkampfresistenz haben, ja, den Schaden natürlich nicht. Und die Hosani können nicht connecten wegen den ganzen Ashigaros. Und das, der Fight läuft absolut nicht nach Plan für Lane. Kera versucht gerade auch irgendwie so einen 2 Einfluss, glaube ich, zu bekommen, damit er sich noch einmal die Bestieros holen kann, aber oh. Ja. Vielleicht was im Markt mit sein. Aber das kriegt er abgewehrt, das kriegt er abgewehrt. Super Daimyo, du kannst all Schweins Polus und Gold mal wegtun, brauchst du nicht. Jetzt kommen nochmal die Bestieros, aber jetzt kommt genau richtig die Kavallerie von Lane. Kundschafter hat seinen Job getan, hat gut getankt von dem Caber Panther. Und an die Front wird es das auch nicht gerade machen. Und wenn es hier auch liegt, sowieso irgendwo. Jetzt. Ah, die Bestieros. Das war gut. Kavallerie wird abgefangen von Sentries. Daimyo kommt gerade auch, aber da kommt jetzt wieder Husare. Und ja, Hera macht das aber gut. Er targetet die genau die richtigen Einheiten mit Bestieros. Also jetzt geht ihm die Antikaffe aus. Der Daimyo kann auch nicht unendlich tanken, weil ist es nicht die besten Einheiten, gegen die er kämpfen muss. Währenddessen kann sich halt Lane weiter ein bisschen zurücklehnen. Er kann seinen Vorsprung ausbilden, er bildet weiter Fischerboote jetzt wieder aus. Er hat 2 Shipments, die er jetzt nicht braucht und oh. Gut, damit hat Kerem das letzte Mal auch gegeben. Gehe ich jetzt mal stark von den Punkten aus. Und damit hat Lane das erste Game gewonnen. Es wurde spannend. Muss man ihm mal lassen. Den beiden. Wobei es auch ein bisschen dreist ist, dass er jetzt schon direkt vor der Hütte vor Kerem sammelt. Aber die Ressourcen sprechen ja für ihn. 5000 Ressourcen mehr. Ja. Und Trades relativ even, leicht besser für Lane. Was aber oftmals an den Catches, den guten Catches von der Cavalry kam. Die hat Lane sehr gut eingesetzt. Ja, und Villager Population
Hier sieht man, wo die ganzen Fischerboote draufgegangen sind. Es ist erstmal so 7 Fischerboote rausgegangen. 8 waren das insgesamt. Und wie oft jetzt Peram auch keinen Siedler produzieren konnte, weil er ihn bedrängnis sah und alle seine Siedler zurückziehen muss. Das hat Lane gut gemacht. Double Rex fand ich anfangs ein bisschen fragwürdig, aber schien scheinbar der genau richtige Call zu sein. Danach mit dem Stall noch weiterzumachen. Und ja, schönes, kurzes Game. Ich guck mal eben nochmal auf die Filter Units. Aber man muss halt auch sagen, Keram hat die ersten Trades deutlich besser genommen, aber hier war der Trade so fatal für Keram, wo hier die ersten paar Hussare rauskamen. Das war so der Punkt, ab dem Keram ein Problem hatte, weil WX war zwar okay. Für einen Start, aber sobald der Japaner ein paar Yumis raus hat, sieht sie für die Janitscharen doch extrem bitter aus. Und da mussten schon ein Stall her oder irgendwas mit Abus. Und da war der Stall, glaube ich, genau richtig. Ab da ging es dann auch bergrunter. Aber gut. Dann gehen wir einmal zum nächsten Game. Nach einer kleinen Pause. Bis gleich. So, da sind wir schon im zweiten Spiel. Ich habe eine kurze Pause gemacht. Und es geht weiter mit dem Match von Lane vs. Keram, wo das erste Spiel definitiv nicht enttäuscht hat. Und ich hoffe mal, das zweite sieht genauso aus. Dann starten wir aber auch direkt rein. Und zwar in der südwestlichen Seite haben wir den guten Keram. Hallo. Mit seinen Schweden. Hallo? Die packt er gerne öfters aus. Befehl? Ist damit auch sehr solide. Und wird. Hallo? Ein Top bauen. Ja. Zwei Torps bauen, also klassischer Schwedenstart. Genau. Wollte ich irgendwas sagen? Nee, glaube ich nicht. Währenddessen. Lane auf der nordöstlichen Seite mit den Spaniern spielt. Spanier. Ihr könnt reverse Sip, die teilweise relativ schön zu spielen ist, teilweise relativ. Hola. Nun ja, es kommt drauf an, welche Einheiten benutzt werden. Finde ich. Er startet klassisch mit einem Haus und einem Trading Post. Sein Deck sieht grundlegend solide aus, wobei mir jetzt. Oh, wait. Wobei ich mich jetzt frage, ob Colonial Estancias wirklich im Deck sein müssen, dass die Town Centers das Population Cap von 70 erhöhen. Ich wäre da jetzt irgendwie, dass man im ersten zum Beispiel ein Gold Trickle nimmt. Das sieht man auch bei vielen Top-Spielern wie Ezard. Also, so dass sie gerne diesen Coin Trickle hingehen, um damit schneller ins Edge und solider ins Edge 3 zu kommen oder auch im Edge 2 einfach ein bisschen was ausgleichen zu können, dass man zum Beispiel Musketierstart macht oder so. Dafür hat sich Keram jetzt nicht, hat sich Lane jetzt nicht entschieden. Aber gut. Währenddessen. Keram auf 1 vs 1 Land. Damit grundsätzlich alles dabei hat, was man braucht, um glücklich zu sein. Genau, Blueberries, Blackberries, ganze Carolina Upgrades. Die Contract French Fusiliers, ja, gerade muss man mögen. Und nicht mögen kann man. Kommt aber darauf an, was man will. Ansonsten alles ein grundsolides Deck.
RH mit dem Gouverneur 400 Holz. Was? Gouverneur 400 Holz? Was? Bin ich blöd? Nee, Gouverneur ist der Turm. Vogel. Währenddessen. Lane auch mit dem Gouverneur Elch. Also ja, das ist definitiv der Turm. Einmal kurz zur Map. Map, die Prärie ist meiner Meinung nach jetzt nicht die geilste Map für einen Schweden. Klar, man hat relativ viele Minen. Man hat unten unter der Trading Route und zwar eine Goldmine mit 5000 Coin. Ansonsten relativ verstreut noch ein paar Silberminen, die aber relativ schnell abgefarmt sind. Und die relativ offensichtlich sind. Also man kann sich Lane damit theoretisch darauf vorbereiten, dass man sieht, wo die sind. Es scoutet auch mit dem Hund schon genau die richtigen Stellen, glaube ich, ab gerade. Genau. Sieht hier schon die K1-Coin-Minen, kann hier damit auch schon mal was sehen. Wenn er sieht genau den Siedler, das ist jetzt natürlich ungemein belastend und er haut einfach ab. Oh, schade, Lane. Nessen Kerm. Hast du mit dem Siedler jetzt bis was geholt? Aber weiter zur Map. In der Map in der Mitte sind einmal ein 320 XP-Schatz, einmal ein 210 XP-Schatz. Für Banditenreiter lohnt sich im frühen bis Mittelgame natürlich immer die zu holen. Weiterhin sind außenrum sehr viele Coinschätze, die sich Geram schon zunutze gemacht hat. Und ja. Der Lane hat sich als erstes 700 Coin geschickt, dann die 700 Holz und schickt sich die 5 Siedler. Er startet einfach nur. Was ein Spanier komplett lame will, einfach nur das FF. Ohne irgendeinen anderen Schritt, einfach nur FF. Baut doch keinen anderen Gebäude oder so, einfach nur stumpf rein. Währenddessen, der Keram hat sich als erstes die Dominions geschickt. Jetzt kommen die 700 Holz. Hat eine Kaserne mit den ersten paar Parolinern raus. Draußen. Und ist auf 110 Shop-Bevölkerung. Das ist definitiv ansehbar. Hallo? Hey, du? Mit den ersten Karolinern kann er auch schon mal hochgehen. Und Lane geht mit dem Stall hoch. Er geht mit dem Bischof hoch. Der ist Kann es sein, dass es Town Center ist? Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Hat sich aber einen zweiten Handelsposten geholt, der direkt wieder abgerissen wird von den Karolinern. Und Lane sieht auch direkt, dass hier auch schon wieder Tops gebaut werden. Baut jetzt erstmal Husare, hat aber jetzt nicht viel Holz in Infrastruktur gesteckt, außer jetzt den Training Post, der jetzt absolut nicht lange gehalten hat. Hier wird auch nochmal ein Torb in Goldminen gesetzt. Ist jetzt dabei 170 Torbbevölkerung, also heiligern. Der lässt sich gut gehen. Hat sich
dann auch die Engelsbeck, Eisenschmieden geholt und ist schon auf gutem Weg ins nächste. Währenddessen hab ich recht gehabt. Das Dorfzentrum, was aber direkt schon wieder abgerissen wird. Und es kommen direkt die Colonia Estetas, also ist dann scheißegal, ob die Häuser jetzt da sind, sondern das Dorfzentrum hat einfach jetzt mal 70 Bevölkerung und es werden Veteranen-Lancer ausgebildet. Veteranen-Lancer, natürlich eine super Sache, 60 Schaden gegen 20 Schaden im Nahkampf. Bei Masse durchaus verheerend. Wie man sieht, Carolina im Nahkampf deutlich unterlegen der Kavallerie, weil ihr Schadensbonus ist halt in dem Fall einfach nur im Fernkampf gegen die Kavallerie. So, Keram ist. Was ist er denn jetzt geaged? Da muss man das nicht so schnell machen. Hallo? Befehl? Ah, er hat sich keinen Stahlfallen geholt, glaube ich. Bitte. Oder? 0,9. Ja. Gut, ist doch kein Stahlfallen. Befehl? Aber weitere Carolina in Ausbildung. Wie gesagt. Carolina aber haben nur im Fernkampf Schaden. Er braucht eine Masse an Carolina, damit die Lancers hier jetzt kein Problem machen. Währenddessen Lane erstmal mit Marvelous hier und nochmal 5 Lancer, weitere Lancer in Ausbildung. Und ich glaube, das Beste, was Keram eigentlich tun kann, ist eigentlich sogar eher irgendwie auf Kavallerie zu gehen. Selber, weil er kann die jetzt raussnipen, aber mit 10 Leuten mit den 10 Leuten kriegt er keinen Lancer raus. Sobald die hier connecten, sieht scheiße aus für die. Oh, jetzt war es ein falscher Pull-Trick. Die Veteranen Carolina halten jetzt auch nicht wirklich stand. Aber wenn, andererseits, wenn die Lancers jetzt gemacht sind, sind das erstmal ein paar Shipments weg. Ja, die. Es ist eine verlustreiche Schlacht, aber ich glaube, es ist besser für Keram, weil Keram 190 Schweinbevölkerung hat, 27 Siedler zu 38 ist aber allerdings für Lane besser, der ja auch noch das Marvelous hier drauf hat. Das heißt, dass die Siedler noch schneller sammeln. Und es werden einfach nur Schnur-Lancers rausgedrückt. Mann, stumm. Keram hat sich auch Platoonfire schon mal geholt. Wäre wahrscheinlich gut, auch noch Snaplock zu holen, weil dass er die bisschen auf Range halten kann. Die müssen einmal komplett draufschießen, damit eine ein Lancer drauf geht. Das ist absolut belastend. Ja, im Nahkampf halt 60 Schaden. Ich korrigiere mich. 80 Schaden. Damit ist die Armee vom Keram schon wieder animiert. Lane hat sich nämlich auch hier die Caballeros geschickt. Lancers machen mehr. Machen 1% mehr einmal mehr Schaden gegen Infanterie.
Das heißt 80 Schaden. Die Dinger zuhitten den fast einmal. Wenn er jetzt nochmal Cavalry Combat drauf wäre, dann würden die Fetzen wohl hin. Und Kera und Lane hat jetzt einen zweiten Stall. Kriegt sich jetzt Kanonen und das könnte echt problematisch sein. Währenddessen Geram aber gerade ein paar Siedler abfangen kann. Er sieht auch die Kanonen. Ich weiß nicht, ob er es drauf. Ob er die irgendwie hinkriegt, dass er die rausfokussen kann. Oh! Aber Lane. Oh nein, Lane. Er kriegt so viel Schaden durch die Kanonen. Durch die Bandit Riders. Oh. Ah, gerade hat Kerum so eine gute Masse. Siedler-technisch geht es jetzt von 31 zu 47 deutlich schlechter für Kerum aus, aber ist immer noch 190 Schweinbevölkerung. Top-Bevölkerung. Und er hat sich mal so nebenbei den Thresher geholt. Hat jetzt 18 Lancer auf dem Feld. Es kommen noch mal Lancer dazu. Geram, das. Und Kanonen gegen 48 Carolina. Das könnte ein Massaker werden. Das wird ein Massaker. Oh nein. Oh nee. Die Kanonen kommen echt. What? Erfolgen. Es. Befehl? Kanone kann doch jetzt nicht davon kommen. Redu? Aber das hat. Das hat Lane gerade komplett vergeicht. Jetzt sieht es halt deutlich besser für Keram aus mit seinen Carolina, die er natürlich jetzt in Doppelbatches rausholen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob er 6 sieht, ein Cube auch, aber. Reden wir mal davon nicht. Aber jetzt ist. Na, jetzt ist aber jetzt hier. Der Fight ist wieder ausgeglichen und guckt euch einfach mal an, wie die Einheiten draufgehen hier. Wobei man muss sagen. Es ist eine coole Idee mit den Lancers gewesen, aber mit dem Fall 80 Schaden gegen Carolina, die andererseits maximal 50 Schaden pro Schuss machen. Aua. Aua. Das war fatal jetzt. 37 zu 39, also das hat deutlich aufgeholt. Geram hat jetzt auch B-Vorsprung, den Lane einfach gar nichts mehr jetzt draußen hat. Auch wenn 29 Carolina jetzt nicht eine Zahl ist, aber trotzdem mehr als genug. Aber jetzt kommt jetzt die Veteran-Skirmisher. Und ich glaube, das wäre von Anfang an der bessere Call gewesen. Einfach eine schöne klassische Skirm-Boom-Kombo. Weil, ganz ehrlich, was will ein Schwede gegen das Skirm-Goon-Kombo machen? Was will er dagegen machen? Ja, guckt euch mal an, wie die fallen. Aber, da. Ja, GG, komm von Lane. Ja. Wie gesagt, wahrscheinlich wäre das halt schon geiler gewesen, in Skirm Goon zu gehen, weil wird oftmals vergessen, Carolina haben gegen Goons einen Multiplayer. Die haben das nur gegen Heavy Cavalry und Shock Infantry. Das heißt, Goons sind außer vor und Skirms, klar. Skirm-Einheit gegen Musketier-Einheit. Solange die jetzt nicht gerade reinchargen,
Preparado. Hat damit eigentlich der Skirmisher einen Vorteil. Sie? Und ich glaube einfach, es war eine schöne Idee mit den Colonial Estancias. Aber finde ich, hat sich nicht wirklich gelohnt. Ich hätte mir lieber die 1000 Holz geschickt, mir dann davon noch ein Town Center gemacht, dann hätte man 3 Town Center und noch ein paar Häuser gemacht. Dann hätte man die Population auch so gehabt. Und dann mit einer schönen klassischen Goon-Combo gespielt, das wäre auch wahrscheinlich gut gegangen. Wobei halt mal sagen muss, die Trades waren anfangs deutlich besser für Lane. Aber sobald Keram wirklich mal eine Masse an an Katakolinern draußen hatte, hat Lane ein Problem, weil zwar die erste Reihe an Karolinern zwar im Nahkampf verwickelt ist, aber die zweite Reihe dann trotzdem einfach drauf feuern kann. Und dann halt die 50 Schaden haben oder nicht haben. Aber gut. War ein schönes Spiel. Keram deutlich mit dem Ressourcenvorsprung. Klar, 190 Top-Bevölkerung ist nicht zu unterschätzen. Und Keram hat auch gut getradet, muss man ihm. Ich hätte jetzt gedacht, dass Keram deutlich schlechter getradet hat. Von den Fights her. Oh. Aber klar. Military 137 zu 77. Und Lancer, ja. Gut. Man sieht hier auch, aber theoretisch von den Siedlern hier, war es hier, bis auf den Punkt, ab hier war das so ein großer Unterschied. Und erinnert sich so die Nase voran. Ich weiß jetzt nicht, wie es in den Ressourcen aussieht. Ah gut, das fing schon hier an. Ja, Schwede im zweiten kann deutlich besser boomen als der Spanier im HFFF. Klar, mit dem Babylisches hier konnte es sich ein bisschen ausgleichen, aber sobald es hier jetzt nicht mehr da war, flacht es auch schon wieder ab. Shipments braucht man hier gar nicht braucht man hier nicht sprechen. Der 12 zu 9 am Ende. Aber ja. Ja, damit hat Lane das erste Game gewonnen, Keram das zweite. Glaube ich. Doch, richtig. Damit war es 1 zu 1 ausgegangen. Waren zwei schöne Spiele. Ich bedanke mich auch fürs Zusehen. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal auch wieder. Bis dann.